11-mal im Jahr drängeln sich die Fans vor den Toren zum Studio 6 der Berliner Union Film, um Gäste zu sein bei der Hitparade des zweiten deutschen Fernsehens. Die Kontrolleure waren dem Ansturm eigentlich noch nie so recht gewachsen. Während ganze Familien mit Oma, Kind und Kegel in das moderne Televisions-Odeon strömen, hat Truck Brandz, einer der erfahrensten und erfolgreichsten Live-Regisseure des deutschen Fernsehens, seine Interpreten und die verantwortlichen Mitarbeiter zu einer letzten Kritik um sich versammelt. Bei wem? Alles, was später in der Sendung so leicht und improvisiert aussieht, hat vorher harte Arbeit gekostet. In den Übertragungswagen ist es beinahe so eng wie in einer Astronautenkapsel und, um in diesem Jargon zu bleiben, hier ist der Kommandostand. Konzentrierte Aufmerksamkeit und dann ist es soweit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehen Sie nun aus Berlin die Hitparade. Durch die Sendung führt Dieter Thomas Heck. Samstag, 17. Juli, 18 Uhr, 45 Minuten und 46 Sekunden. Hier ist zum 25. Mal Berlin, zum 25. Mal die deutsche Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause, guten Abend, Ihnen hier im Studio 6 der Berliner Union Film, herzlich willkommen. Und das zum 25. Mal, Freunde, es darf gar nicht wahr sein. 25 Mal haben wir durch Sie eine Hitparade im ZDF überhaupt starten können, denn wir brauchten Ihre Postkarte. Und Postkarte ist ein gutes Stichwort für den Anfang. Sie sehen, ich habe hier eine Postkarte, die völlig anders aussieht als die, die Sie bisher bei Ihrer Post kaufen konnten. Diese können Sie nicht kaufen, die können Sie nur vom ZDF bekommen. Lassen Sie mich ganz kurz zu dem neuen Wahlsystem Folgendes sagen. Wir haben ein neues aus einem Grunde. Es gab zu viele Interpreten, auch zu viele Schallplattenfirmen, auch das sollten wir nicht damit hinter den Berg halten, die gesagt haben, Moment mal, wie kann man denn eigentlich am allerbesten in die Hitparade hineinkommen, indem man möglichst viele Karten schreibt. Da kamen die auf die wahnwitzigsten Ideen. Die haben Telefonbücher verschickt. Das ist kein Witz, das ist Tatsache. Das werden Sie demnächst lesen. Aber meine Damen und Herren, wir möchten ganz einfach eine ehrliche Hitparade haben. Und ich glaube, dass Sie unserer Meinung sind, das haben Sie immer wieder bewiesen, weil Sie sogar Moglern einfach gesagt haben, nein, eure Karten, die ihr uns geschickt habt, die wandern in den großen Papierkorb. Wir haben ein neues System und zwar machen wir Folgendes. Wir möchten Sie bitten, dass Sie uns eine Postkarte schreiben, auf dem möglichst deutlich, sehr, sehr deutlich sogar, Ihr Absender stehen sollte. Und auf der Rückseite könnte zum Beispiel stehen, ich möchte gerne Jurymitglied für die Hitparade werden. Es müsste aber auch gar nichts weiter draufstehen als nur, und das bitte deutlich, Ihr Absender. Und dann bekommen 3500 von denen, die geschrieben haben, die werden herausgezogen, diese Karte. Und die schicken Sie dann bitte, das ist eine Antwortkarte, fertig frankiert natürlich, Sie haben nichts weiter zu tun, als zur Ecke zu gehen. Vielleicht nehmen Sie Waldi mit zum Briefkasten. Und dann werfen Sie diese Karte ein. Und die andere Seite, die können Sie dann in den Papierkorb werfen. Denn da steht nur drauf, was Sie zu tun haben, nämlich bis zum 22. Juli uns Ihre Karte schicken und sagen, wir möchten gerne Jury sein. Soweit am Anfang, glaube ich, genug. Meine Damen und Herren, zum neuen Wahlsystem. Sehen Sie, die fällt jetzt wirklich runter, das ist aber die falsche. Die wird nämlich eingesteckt. So, wir kommen zum fünften Platz Ihrer Wahl. Memories und Rex Gildo. Nahm ich mir vor, es bleibt ein Abenteuer.
Ich hab sie nur geküsst aus Spaß am Spielen mit dem Feuer. Und als sie ging, hab ich gelacht, das ist der Schicksalsironie. Heute fühl ich mich so einsam wie noch nie. Soll das Ende, obwohl ich weiß, es muss sich alles doch zum Guten wenden. Ich muss hier endlich alles sagen, sonst ertrage ich es nicht mehr. Denn ohne sie ist meine Welt so leer. Das war ja der 5. Platz, 3-mal dabei, meine Damen und Herren, das wissen Sie, damit ausgeschieden mit diesem Titel. Über ihn viel zu sagen, hieß er eigentlich die sprichwörtlichen Eulen nach Athen tragen. Was er gemacht hat, das wissen Sie alle. Aber was wird er ab morgen zum Beispiel machen? Ab morgen gehe ich auf Bädertournee. Aha. Ostsee, ja. Nordsee, ja. Südsee. Nee, Südsee nicht, leider. Das würde Urlaub bedeuten, ja. Aber der ist im Moment nicht drin. Wann ist denn der drin? Weiß ich nicht, vielleicht Ende des Jahres. Vorher geht's nach Japan, nach Italien, nach Holland Japan? Und so Kannst weiter. Du Japanisch? Nee, aber Musik... Kannst du nicht. Musik ist international. Richtig. Du singst auch dort in Deutsch. Ja. Und Englisch natürlich, ja. Wahrscheinlich ja. Jedenfalls. Wahrscheinlich auch Chichi-Chanchi. Toi, toi, toi. Und schöne Grüße nach Japan. So, von Ching, 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 Ching. Nun ganz schnell zurück, meine Damen und Herren, zur Startnummer 2. Und damit zum 4. Platz. Und viele haben gesagt, was dieser Kleine, der ist bloß so groß, was der für eine Stimme hat, was der für ein Temperament hat. Ist sagenhaft. Creedence Clearwater Revival. Sein schweres Wort, warum sage ich das? Denn jeder kennt den Titel ja in Deutsch. Mit Toni, hey, heute Nacht!
Platz 2, meine Damen und Herren. Und wenn Sie diese bewusste Postkarte bekommen vom ZDF, dann müssen Sie in diesem Falle zum Beispiel die 2 eintragen. Jeweils die eingeblendete Nummer, die Sie eben ganz groß gesehen haben, die müssten Sie dann in den Kreis hineinschreiben. Alles klar? Wir sagen es hinterher nochmal. Wir haben übrigens heute zur 25. nicht nur Blumen bekommen, das ist ein Teil davon, sondern Telegramme. Wir haben wahnsinnig viele Ehrengäste. Zum Beispiel möchte ich einen begrüßen, der, ich schätze, 6 bis 8 Mal in der Hitparade dabei war. Mendocino, Barfuß im Regen, Michael Holm. Und nicht zu vergessen, von ihm produziert, Martin Mann. Sie erinnern sich an Meilenweit, Sie erinnern sich an Cecilia und alles das, was er bei uns gemacht hat. Und da wir gerade bei den Ehrengästen sind, freue ich mich sehr, dass der Hauptabteilungsleiter, Herr Dr. Heinz Öpen, bei uns ist. Guten Abend, Herr Dr. Öpen. Guten Abend. Meine Damen und Herren, weiter mit dem 3. Platz und auch der Startnummer 3 in diesem Falle, Montüs, 3-mal dabei, also bitte nicht wiederwählen, da auch keine Zahl eingeblendet in diesem Falle, weil es eben ganz einfach keinen Zweck hätte, es zu schreiben. Er ist 3-mal dabei, damit ausgeschieden, das wissen Sie. Hier ist Montüs und Hot Love, 3. Platz. Wie sie lacht, wie sie spricht, wie sie geht und sich dreht, und weil sie lieb zu mir ist und mich immer versteht, drum geb ich ihr dafür, was ich hab, und das ist Hot Love. Und wie sie mich küsst, die graue Welt mir versüßt, und wie sie mich küsst und wie sie dann zu mir ist, sowas find ich nie mehr und ich geb ihr dafür Hot Love. Wir sind beide nicht reich, doch es ist uns ganz gleich, aha. Denn wir brauchen kein Geld für das Glück auf der Welt, aha. Was uns beiden gefällt und zusammenhält, ist Hot Love. Doch das ist uns ganz gleich, aha. Und wir brauchen kein Geld für das Glück auf der Welt, aha. Was uns beiden gefällt und zusammenhält, ist Hot Love, das ist Hot Love. Der 3. Platz, 3-mal dabei, damit mit Hot Love ausgeschieden. Mon, hier sind Rosen für dich. Montüs, bitte? Zum 25. Mal. Dankeschön, schönen Dank. Blumen über Blumen. Man weiß gar nicht, was man sagen soll, nicht? Mon, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Doch, ich weiß es jetzt wieder. Ich wollte dich Folgendes fragen. Montüs ist garantiert ein Künstlername. Das kann kein richtiger Name sein. Wie heißt du denn richtig? Glaubt mir bestimmt auch keiner. Doch, glaubt man dir. Ich schwöre es dir, du hast so treue Augen. Man glaubt es ihnen nicht. Sag Gerd mal. Müller. Der Dicke? Er hier? Ja, ich weiß, natürlich nicht. Aber ich muss dir Folgendes sagen, wenn du das gesungen hättest,
Unter Gerd Müller hätte jeder gesagt, schon wieder ein singender Sportler. Hast du gesagt, heiße ich Montüs. Das fällt aus dem Rahmen raus. Sag mal, du hast früher eine Band gehabt. Ja, das ist richtig. Das waren die anderen. Die anderen haben damals 1967 bei der Showchance den ersten Platz belegt. Mhm. Ich habe in der Gruppe gesungen und Gitarre gespielt. Du bist nicht mehr dabei. Gibt es die Gruppe noch? Oder hat man gesagt, jetzt ist der Gerd nicht mehr dabei, jetzt steigen wir alle aus? Naja, das ging weniger um mich. Als du musst ein bisschen so rumkommen, sonst haben wir zu Hause nur Haare von dir. Es liegt weniger an mir, aber die Gruppe gibt es nicht mehr. Das ist schade, aber... Das ist wirklich schade. Dann verdienen jetzt die anderen das Geld, nicht? Da es euch nicht mehr gibt. Toi, toi, toi. Grüß Sie alle schön. So, meine Damen und Herren, das war der dritte Platz. Wir kommen zum zweiten Platz. Und zwar erkennen Sie ihn eigentlich mit verbundenen Augen. Alles klar. Candida, Schuhe so schwer wie Stein. Hier ist der Bata Illic. Auf der Brücke stand sie ganz allein, schaute traurig in den Fluss hinein. Tränen rannen über ihr Gesicht, so als wenn ihr das Buch überdrieht. Und ich ging zu ihr und sagte leise, wenn du heute um eine Liebe weinst, morgen ist dein Schmerz Vergangenheit, wenn ein neues Glück ist da nicht bei. Wow, 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 Judy, 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 I love you. In meinen Träumen bin ich so lang schon da. Judy, 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 I love you. Wenn du mich liebst, bist du nie mehr allein. Und ich fragte sie, was ist geschehen? Ich kann deine Sorgen gut verstehen, aber mach dir nicht so viel daraus. Morgen sieht schon alles anders aus. Schau, die Welt ist wie ein Paradies, das voll Glück und voller Liebe ist. Und ein Stück davon ist nur für dich. Verstehst du heute auch vieles nicht? Wow, 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 Judy, 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 I love you. In meinen Träumen bin ich so lang schon da. Wenn du mich liebst, bist du nie mehr allein. Was ich dir gesagt, das wurde wahr. Unser Leben ist so wunderbar, weil wir zwei den Weg gemeinsam gehen und weil ich jeden Tag dir stehe. Wow, 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 Judy, 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 I love you. In meinen Träumen bin ich so lang schon da. Judy, 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 I love you. Wenn du mich liebst, bist du nie mehr allein. Wow, 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 Judy, 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 I love you. In meinen Träumen bin ich so lang schon da. Judy, 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 I love you. Wenn du mich liebst, bist du nie mehr allein. Judy, 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 I love you. Startnummer 4 und 2. Platz. Bitte schreiben Sie die Startnummer Ihres Favoriten in den Kreis und darunter, wenn Sie wollen, den Namen des Interpreten oder den Titel. Bedenken Sie bitte den Einsendeschluss und auch die Tatsache, dass die Hitparade jeweils mit dem 5. Platz beginnt, der die Startnummer 1 trägt, der 4. Platz die Startnummer 2 und so weiter und so weiter. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie rechtzeitig antworten. Ihre deutsche Hitparade im ZDF. So sieht die Karte aus, die vielleicht Sie kriegen. Ganz genau 3.500 bekommen Sie, natürlich nur dann, wenn Sie uns schreiben. Und das sollte, was heißt sollte, das muss, ich muss einmal sogar muss sagen, bis zum 22. der Fall sein, dass Sie uns schreiben mit einem möglichst deutlichen Absender. Und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal Juror sind. Nicht? Sie sagen, wir beide haben das gemacht, Sie und wir haben gesagt, so, das haben Sie jetzt gewählt. Ich hoffe das. Drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass Sie dabei sind. Meine Damen und Herren, dann haben Sie eben wahrscheinlich gemerkt, dass hier zum Beispiel ein Kollege steht mit einer Kamera, die aussieht wie eine Biene im Hochflug. Das ist eine Fernsehkamera, eine völlig andere als wir hier haben. Das sind elektronische Kameras. Das sind Kollegen von der Drehscheibe. Und falls Sie eben meine Postkarten-Arie nicht ganz mitbekommen haben sollten, dann möchte ich Ihnen sagen, schauen Sie am Montag um 18.05 Uhr, wie sicherlich immer, in die Drehscheibe hinein. Dort haben wir es dann noch einmal ganz genau drin. So, nun aber zu unserem Spitzenreiter. Ich habe es extra ein bisschen spannend gemacht, darum habe ich so viel geredet. In Frankreich wochenlang auf vordersten Plätzen in der Originalversion. Das letzte Mal vorgestellt. Allererste Schallplatte des Sängers. Von null auf den ersten Platz.
Monika und Uli Martin. Vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit zu zweit mit Monika. Ich träume nur allein von Monika. Wird's noch einmal als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr. Dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit zu zweit mit Monika. Ich träume nur allein von Monika. Wird's noch einmal weiß nur sie allein und die, meine Damen und Herren, wissen wirklich nur sie allein. Wir hatten gerade eben einen Anruf, dass jemand sagte, warum machen Sie eigentlich eine solche Geheimniskrämerei aus den Telegrammen? Wer hat denn zum Beispiel geschrieben? Also hier, herzlichen Glückwunsch zur 25. Toi, 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 für weitere 25, Heino. Grüße an die Zuschauer. Herzliche Grüße von Peter Orloff. Dann geht's hier weiter, herzliche Grüße von, und toi, 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 von Prinzessin? Das kann nicht für mich sein. Druck, das ist für dich. Das ist für dich übrigens, habe ich gerade gesehen. Was haben wir? Das würde jetzt zu lange dauern. Auf jeden Fall allen, die geschrieben haben. Du, das kann ich doch nicht wissen. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe das aber eben aufgemacht liegen gehabt. Ich hoffe, Sie verzeiht es mir, Frau Brands. Falls Sie zuschauen, ich bin sicher, Sie schauen zu. Huhu. So, meine Damen und Herren, weiter. Weiter mit dem nächsten Interpreten. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Unter A, Christian Anders. Denken Sie an Titel wie zum Beispiel Geh nicht vorbei, Dich will ich lieben oder auch Nie mehr allein. Sein neuester Titel mit der Startnummer 6 heißt Ich lass dich nicht gehen. Start Nummer 6, Christian Anders. Ich lass dich nicht gehen, zu viel ist geschehen, zu viel ist, was uns verbindet für ein Leben. Glaube mir,
lass dich nicht gehen, wohin wir auch sehen, erinnert uns alles an die Zeit der Liebe. Oh, glaube mir, ich lass dich nicht gehen, du musst doch verstehen, ich kann ohne dich das wahre Glück nicht finden. Glaube mir, glaube mir. Liebe, die neu beginnt. Träume, die Wahrheit sind. Das hält die Zeit. Verstehen. Ich kann ohne dich das wahre Glück nicht finden. Glaube mir, ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht gehen, das war Christian, das erste neue Vorschlag für heute. Die Steignummer 6. Meine Damen und Herren, ich sprach vorhin von Gästen, von Ihren Gästen, die zu uns gekommen sind nach Berlin. Da ist zum Beispiel auch Win Hope und Andrea Horn. Herzlich willkommen. Dann Jürgen Markus, das letzte Mal noch auf dem dritten Platz bei uns. Wo ist er? Jürgen, steh einmal auf. Tina York daneben. Herzlich willkommen bei uns. So, meine Damen und Herren, weiter mit der Stall Nummer 7, übrigens von den beiden produziert, von Andrea und von Win. Oliver Benz, der Titel, was ich tat, tat ich nur für Maria. Stall Nummer 7, Oliver Benz. Morgen. Sonne zum letzten Mal grüße ich dich. Draußen da stehen sie und warten auf mich. Und bald bin ich bei dir, oh Maria. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Und mein Weg war so lang und mein Pferd war so matt. Aber sicher und leicht lag mein Colt in der Hand, denn das Ziel war erreicht. Oh Maria, alles was ich besaß war Maria. Und das Blut ist so heiß und das Herz ist so kalt. Es gibt einen, der weiß, dass er teuer bezahlt. Sein Leben für deines Maria. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Im Abendschein. Und da stand er, doch war nicht allein. Denn ich spürte dein Lächeln, Maria. Und ich zog meinen Colt für Maria. Es war still in der Stadt und die Straße war leer. Es ging sauber und glatt, ich war schneller als er. Und das Ziel war rein, doch für ihn war es leid. So viel leichter als für Maria. Als er tat, was er tat mit Maria. Und das Blut ist so heiß, und das Herz ist so kalt. Nicht zu hoch ist der Preis, und er hat ihn bezahlt. Sein Leben für deines Maria. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Morgen, Sonne zum letzten Mal grüße ich dich. Draußen da stehen sie und warten auf mich. Und bald bin ich bei dir, oh Maria. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Und das Blut ist so heiß und das Herz ist so geil. Nicht zu hoch ist der Preis und er hat ihn bezahlt. Sein Leben.
Danke Nummer 7. Zum ersten Mal bei uns dabei Oliver Benz. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Der war früher Zauberkünstler, der wirft mit Mikrofonen hier durch die Gegend, wie Sie gerade eben gesehen haben. Dann möchte ich Ihnen noch, da wir gerade bei den Gästen waren, drei Kollegen ansagen. Lord Knut vom Rias Berlin, herzlich willkommen. Nero Brandenburg und Gregor Rotschalker da oben, da ist er. Freut mich, dass du da bist. So, meine Damen und Herren, nicht zu vergessen, ein Sängerinterpret, ein Sängerinterpret, völliger Quatsch, ein Sängerkollege wollte ich sagen, nämlich Thomas Hock. Wir kommen zum nächsten Gast bei uns. Nach langer Zeit endlich wieder da, wir freuen uns drüber. Graham Bonney, sein neuester Titel, startet Nummer 8 im Wachsfigurenkabinett. 8, Graham Bonney. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds, dem berühmten Männerrum im Frack und Paletot. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds, da twist sich die große Welt, da steht sie im Depot. Ist das Leben kein Panoptikum? Denn wir beide stehen nicht wie dumm, nur herum. Denn wir zwei, wir sind jung und wir sind so verliebt, wie es das nur im Leben einmal gibt. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds müsste ich mit dir nicht sein, da wären wir nicht froh. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds stehen Girls auf dem Podest in Kleidung Kimono. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds stehen sie so mancher rum, fast wie in einem Zoo. Doch für uns ist das Leben kein Panoptikum, denn wir beide stehen nicht wie dumm, nur herum. Ich will nie mit dir ins Wachsfigurenkabinett, weil ich davon dir ja nichts mehr hätte. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds müsste ich mit dir nicht sein, da wären wir nicht froh. Nice, that's better, come on. Woo! Im Wachsfigurenkabinett von dafür jung und froh. Oh, oh, oh. No, no, no. Oh, oh, oh. Well, that's right. Well, that's right. Ob Sie jetzt oh, oh, oh oder no, no sagen, das, meine Damen und Herren, liegt an Ihnen. Das war Graham Bonney, die Startnummer 8 im Wachsfigurenkabinett. Startnummer 9 zum ersten Mal im Fernsehen überhaupt, Ihre allererste Schallplatte. Ich will immer bei dir bleiben. Sie wünschen sich ganz, ganz sicher, schafft sie es. Es liegt an Ihnen, meine Damen und Herren. Jennifer Christie, Start Nummer 9.
geglaubt. Träume nur, das ist erlaubt. Ah, aber dann bin ich erwacht und mit dir. Das war sie, die Startnummer 9, Jennifer Christie, ihr Fernsehdebüt mit diesem Titel bei Ihnen in Berlin bei der 25. Ausgabe der Deutschen Hitparade im ZDF. Meine Damen und Herren, es gibt eine weltbekannte Frau, die CC als Initialen hat. Jetzt gibt es einen Mann, neulich gesehen bei meinem Kollegen Wim, bei meinem Freund Wim, 3x9, Costa Cordalis, und die Sonne ist heiß. Vergehen. Und der Himmel ist groß, wenn die Sterne sich drehen und die Liebe bei Nacht ist so schön. Du bist bei mir wie die Sterne, wie die Erde, die mein Leben kennt. Ja, du bist bei mir wie die Sonne, wenn sie lächelt und dabei mein Herz verbrennt. Ja, die Sonne ist heiß und der Regen ist kühl und die Liebe zu dir ist ein schönes Gefühl. Darum bleibe bei mir, es wird wunderbar sein, jeden Tag, jede Nacht. Wenn die Tränen vergehen und der Himmel ist groß, wenn die Sterne sich drehen und die Liebe bei Nacht ist so schön. Ja, die Sonne ist heiß und der Regen ist kühl und die Liebe zu dir ist ein schönes Gefühl. Darum bleibe bei mir, es wird wunderbar sein. Jeden Tag, jede Nacht bist du mein. Das war Heiß ist die Sonne, Costa Cordalis, die Startnummer 10. Die Startnummer 11, Verzeihung. Ich war hier beim Jörg auf der 2. Ich bitte um Verzeihung, was kann da passieren mit einer Leistung, meine Damen und Herren? Das war Costa Cordalis, Startnummer 10, die Startnummer 11, eine Schwedin, die zurzeit in Wien lebt und jetzt in Berlin singt. Richtiges, schönes Dreieck. Chris Eklund, es liegt nur an dir, Startnummer 11. Es liegt an dir allein, liegt nur an dir allein. Gehst du den Weg mit mir oder muss ich einsam sein? Ich öffne dir die Tür, wenn die Liebe will, ja, dann kommst du zu mir. Es liegt an dir allein.
haben wir uns gesehen. Nur mit dir durch die Stadt zu gehen, das war für mich wunderschön. Doch du gingst fort am Abend und ich hab nur an dich gedacht. Es liegt an dir allein, liegt nur an dir allein. Gehst du den Weg mit mir oder muss ich einsam sein? Ich öffne dir die Tür, wenn die Liebe will, ja, dann kommst du zu mir. Es liegt an dir allein, an dir allein. Und dann warst du so oft bei mir, in einer glücklichen Zeit. Selbst als du mich verlassen hast, ich habe es niemals bereut. Und kommst du einmal wieder, dann wird es schön wie immer sein. Es liegt an dir allein, liegt nur an dir allein. Gehst du den Weg mit mir oder muss ich einsam sein? Ich öffne dir die Tür. Das war Chris Eckloff, das liegt an dir allein. Die Startnummer 11, die Startnummer 12, meine Damen und Herren, ein Riesenhit auf der ganzen Welt. Vorgestern bekam er die goldene Schallplatte für 1 Million verkaufter Schallplatten. Und er hat einen Doppelnamen eigentlich, denn ihn müsste man nennen, da er auch der Komponist des Titels ist, des Welterfolges ist. Daniel, Anführungsstriche, Butterfly, Anführungsstriche, Gérard. Auf dem Pferd blühte weiß der Jasmin. Ich ging ohne Ziel vor mich hin, wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Jedes Wort von dir klang wie Musik und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns schnell, doch der Rausch kam, ich musste gehen. Dort sieht, er fliegt hoch, hoch über Meer, in Sonnenlicht hinein, gern er möchte ich sein Begleiter sein. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag
Damen und Herren, versuchen Sie mal zu pfeifen und zu lachen im gleichen Augenblick. Das kann ich dabei. Daniel Gérard, das war Butterfly. Merci bien, bon voyage. Daniel Gérard. Meine Damen und Herren, Start Nummer 13, ein Riesenhit mit Melanie. Die Originalfassung der Nickelsong, deutsche Fassung, ob es so oder anders kommt. Lena Valaitis, 13. Verzeihen wir sowas. Fangen wir noch einmal an, bitte. Eine gute Idee. Danke. Bitte sehr. Also noch einmal Start Nummer 13 und ganz genau 19.31 Uhr. Lena Valaitis, ob es so oder anders kommt, 13. Als ich noch ein Kind war, nicht. Wir haben lediglich ein Playback, da ist Musik, da ist Chor drauf, alles andere singt der Interpret live. Wir kommen zum Schluss, meine Damen und Herren, wie immer zum Schnelldurchlauf. Noch einmal die Startnummer 5, neuer Spitzenreiter Uli Martin und Monika. Das war die Startnummer 5, der erste Platz. Zweiter Platz und Startnummer 4, Julia Lavio und Bata Illic. Der dritte Platz ohne Startnummer, da er dreimal dabei war und damit ausgeschieden ist, Montys, Hot Love. Und Toni, die Startnummer 2, der vierte Platz, Hey heute Nacht, Toni. Hey heute Nacht, bin ich aufgewacht. Und ebenfalls bei Rex Gildo, bitte nicht wieder wählen. Die Startnummer 1 wäre es gewesen, aber er war dreimal dabei, da er ausgeschieden. Fünfter Platz, Rex Gildo, Memories. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst einmal Christian Anders, ich lass dich nicht gehen. Start Nummer 6. Es geht weiter mit Oliver Bent. Was ich tat, tat ich nur für Maria. Start Nummer 7, Oliver Bent. Das war die Start Nummer 7, die Start Nummer 8. Graham Bonney im Wachsfigurenkabinett. 8. Das war Graham Bonney, Start Nummer 8, Start Nummer 9, Jennifer Christie, ich will immer bei dir bleiben, 9.
Nicht nur im Studio, sondern auch die Sonne ist heiß. Costa Cordalis 10. Die Sonne ist heiß, wenn die Wolken verwehen. Weiter mit Chris Eklund, es liegt an dir allein, Start Nummer 11. Chris Eklund. Liegt allein, liegt nur an dir allein. Gehst du den Weg mit mir? Das war die 11, hier bereits die 12. Daniel Gerard und Butterfly 12. Lasst noch dies, ob es so oder so oder anders kommt. Lena Valaitis, 13. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Schluss und ich hoffe, dass wir nicht überziehen, dass wir noch ganz bis zum Schluss bei Ihnen sind. Ich hoffe, dass Sie uns schreiben. Schreiben Sie bitte ganz einfach wieder an das Zweite Deutsche Fernsehen, Kennwort Hitparade 65 Mainz 500. Noch einmal, Zweites Deutsches Fernsehen, Kennwort Hitparade 65 Mainz 500. Schreiben Sie nur drauf, ich möchte gerne Juror werden, dann bekommen Sie diese Karte. Den Schwarz-Weiß-Zuschauer möchte ich sagen, Sie werden sie ja dann sehen, sie ist rot. So, aber meine Damen und Herren, Karte weg und Ihnen gesagt, zum 25. Mal aus Berlin die deutsche Hitparade. Redaktion Dieter Weber, Kamera Rudolf Jakob, Jörg Kolbe, Hannes Gangel und Dieter Schneider sowie Manuel Stahl, Bildschnitt Ingeborg Marx, Bildtechnik Peter Schögel, Ton Richard Cianos, Szenenbild Joachim Tschatschenka, Produktionsleitung Dietrich Pröhl, Regie Druckbrand. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Treue. 25 Mal guten Abend und ein schönes Wochenende. Alles Gute und das war wie immer eine Sendung des...